Mit was wir uns jetzt noch nicht auseinandergesetzt haben bei der Raumgeometrie, ist nämlich, wie man ein Schrägbild zeichnet. Da haben wir das Problem, das habe ich im ersten Video schon dargestellt, wenn ich jetzt hier mir diesen Würfel oder vielleicht ist es auch ein Quader anschaue, der ist ja wunderbar hier im Foto oder zu erkennen, ein Würfel oder ein Quader. Wenn ich das allerdings jetzt eben in die Zeichenebene bringe, so dass ich das quasi abzeichnen könnte, seht ihr, was passiert? Es wird verzerrt. Ja, und je nachdem, also das ist jetzt hier der Schatten, der das Ganze verzerrt, aber durch den Schatten bringe ich das Ganze eben auf ein zweidimensionales. Je nachdem, wie ich diesen Würfel hier halte, wird der im verzerrten Bereich ganz, ganz anders ausschauen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben diese Längen und diese Winkelmaße, die in der Raumgeometrie vorkommen, immer mit Vorsicht genießen muss. Manche Dinge kann ich abmessen, ablesen, manche nicht, weil sie eben verzerrt dargestellt werden. Eine Angabe ist meistens so, dass dran steht, um was es sich hält. In dem Fall ein Quader A, B, C, D, E, F, G, H. Na klar, ich habe jetzt 8 Punkte, nicht mehr nur 4. Ist ja in die Höhe gegangen, das heißt, ich habe oben nochmal die gleiche Anzahl an Punkten. Wiederholung: Ein Quader hat eine rechteckige Grundfläche, ein Würfel hat eine quadratische Grundfläche. Man verwechselt es nämlich immer, weil hier Quader steht, denkt man, hat eine quadratische Grundfläche. Stimmt aber nicht. Der Quader gehört zur rechteckigen Grundfläche und der Würfel hat die quadratische Grundfläche. Kann man sich ganz gut merken, denn der Würfel, wo die Zahlen 1 bis 6 draufstehen, der hat ja auch überall gleich lange Seiten. So sollte es am Schluss ausschauen mit dieser Angabe. Wie man da jetzt hinkommt, das werden wir gleich sehen. Weitere Angaben, die wir haben, ist einmal die Schrägbildachse CD. Dann haben wir noch die Größen AB, also das ist die Grundfläche, da komme ich auch gleich nochmal dazu. AB und die Seite BC hat 4 cm. Warum jetzt hier 2 steht, da werden wir gleich drauf kommen. Und dann haben wir hier noch die Höhe H, die ist 3 cm. Die ist natürlich dann hier auch überall gleich lang. Also wenn es Höhe heißt und oben sind 4 Punkte, verbinde ich die überall mit 3 Zentimetern. So sollte es am Schluss ausschauen, wie wir da hinkommen, werden wir gleich sehen, denn das ist ja auch tatsächlich verzerrt dargestellt. Wir erkennen ja, dass das jetzt nicht so ungefähr ausschaut wie hier oben, denn es kommt ja nicht in das Bild hier rein zu uns, sondern es wird nach links verschoben. Woran ich erkenne, was die Grundfläche ist, das sind immer die 4 ersten Buchstaben. Meistens steht es aber dran, was es für eine Grundfläche ist und was das für Namen sind. Fangen wir an. Wenn man jetzt normalerweise unser Quader ABCD zeichnen würde, wird das so ausschauen, ja? Aber dann wird es schwierig mit der Höhe einzuzeichnen. Wenn ich jetzt nämlich hier senkrecht nach oben gehe mit der Höhe, dann würde ich ja mit dem Punkt, was haben wir denn, E, F und so weiter, auch wieder auf dieser Strecke landen. Das funktioniert nicht. Hier geht es schon los. Wir brauchen als erstes die Schrägbildachse. Die machen wir uns erstmal kenntlich, denn Punkte, die auf der Schrägbildachse liegen, die werden so dargestellt, wie sie sind. Also die bleiben erstmal. Punkte C und D bleiben. A und B müssen wir verändern. Eingezeichnet habe ich A und B richtig mit 5 cm hier und 4 cm mit hier. Dieses Q und dieses Omega, das sind nämlich einerseits der Verzerrungsfaktor, das ist Q, und der Verzerrungswinkel. Verzerrungsfaktor heißt, ich nehme das, was verzerrt wird, mal 0,5. Verzerrt wird in dem Fall die Strecke BC, ja? Denn die liegt nicht auf der Schrägbildachse. Die Strecke CD, die liegt auf der Schrägbildachse, 5 cm, das bleibt. Diese 45 Grad, die zeichne ich dann oder gedanklich ein, also mache mir so eine Hilfslinie dazu. Hier werden 45 Grad angetragen, damit das Ganze eben ein Schrägbild wird. Und Schrägbild wird jetzt im Endeffekt die Punkte A und B. Warum? Weil C und D auf der Schrägbildachse liegt. Damit kann ich das ganz einfach hier so rüberzeichnen. 45 Grad Winkel hier, 45 Grad Winkel hier. Ich weiß, es wird schwierig mit dem Drehsinn, aber das muss man sich eben vorstellen, dass es hier 45 runtergeht und hier 45. Auf gar keinen Fall dann hier auf der anderen Seite auch 45, weil sonst erhalte ich nämlich ein Trapez. Und dann messe ich hier 2 cm ab und hier 2 cm ab. Nochmal warum? Weil 4 cm mal 0,5 2 cm ergeben. Und damit habe ich nun meine verzerrte Grundfläche dargestellt. Was jetzt kommt, ist die Höhe. Da ist es die Frage, muss ich die Höhe verzerren oder nicht verzerren? Ja, grundsätzlich alles, was parallel und senkrecht zur Schrägbildachse liegt, das wird ganz normal dargestellt. Das heißt, ich gehe hier wirklich meine 3 cm nach oben und erhalte meine 4 neuen Punkte E, F, G und H. Warum die jetzt genauso beschriftet wird, ist ganz einfach. Ich habe hier meinen Punkt A, der nächste Punkt, der drüber liegt, ist dann mein Punkt E, E, F, G und H. Und dann bin ich fertig.
Ich habe jetzt hier hinten noch die Linien gestrichelt. Die DH habe ich vergessen, die hätte man auch noch stricheln können. Warum? Weil das normalerweise ja kein durchsichtiger Quader ist, sondern vielleicht auch ein gefüllter. Und dann sieht man diese Linien nicht. Da hat man sich einfach darauf geeinigt, dass man die gestrichelten Linien, also die Linien, die man nicht sieht da hinten, dass man die strichelt. Nochmal zusammengefasst. Neu ist, dass Schrägbildachse da ist. Schrägbildachse bedeutet immer, die bleibt original. Das war in dem Fall die Strecke CD oder die, ja, die Strecke CD war meine Schrägbildachse. Das bleibt, wie es ist. Also die kann ich dann theoretisch auch gleich zeichnen mit 5 cm. Der Rest der Grundfläche wird verzerrt. Heißt, ich muss an D hier 45 Grad und an C 45 Grad nach unten und dann die Strecke BC antragen. Die ist nur noch die Hälfte, weil hier der Streckungsfaktor 0,5 ist. Und weil es eben eine rechteckige Grundfläche ist, muss auch hier 2 cm sein. Drehsinn muss ich beachten natürlich. Ich kann ja nicht einfach die Punkte A und B zum Beispiel, wäre auch möglich hier oben anzusehen, wären auch 45 Grad. Aber dann wird es heißen A, D, C, B. Also, da wird es schwierig, dann das richtig zu zeigen. Ich muss immer noch gucken, dass meine Grundfläche den richtigen Drehsinn hat. Ist hier mit A, B, C, D natürlich besser gegeben. Parallele und senkrechte Seiten bleiben original. Ja, also alles, was zur Schrägbildachse parallel und senkrecht verläuft, bleibt original. Den Verzerrungsfaktor, das ist der Punkt, das ist der Wert Q, den nennt man jetzt einfach immer Q. Und der Verzerrungswinkel ist neu, den nennt man Omega. Ja, das war's. So zeichnet man ein Schrägbild zu einem Quader.